Die zweite Trainingswoche wäre dann auch geschafft. Grundsätzlich hat sich eigentlich nicht viel verändert im Vergleich zur Woche davor. Aber glücklicherweise sind die Trainingsgewichte überall ein Stückchen hochgegangen. Das ist jetzt wie immer der Montag. Ich habe wieder mit halber Kniebeugen gestartet. Das ist jetzt eine Aufwärmwiederholung mit 110 Kilo. Und danach habe ich einen Single mit 120 Kilo gebeugt, der schon deutlich sicherer war als der Single letzte Woche mit 120 Kilo. Und dann habe ich noch 5 Kilo erhöht auf 125 Kilo. Ich war schon so gedanklich ein bisschen zu früh fertig mit dem Lift, glaube ich. Deswegen hatte ich so eine leichte Verschiebung nach dem Rebound. Aber es war auf jeden Fall kein Kraftproblem, sondern ein bisschen einfach eine technische Angelegenheit. Danach ging es dann weiter mit meinen Backoff-Sätzen, ein 4x5 an dem Tag. Das war jetzt mein erster Satz davon mit 115 Kilo. Und ich bin in etwas höheren Gewichtsbereichen, was bei der Lowbar bei mir so in dem Bereich 115, 120 auf Wiederholung eben ist, schon deutlich sicherer geworden, jetzt durch die letzten Wochen und Monate. Und bin dann ganz zufrieden mit meiner Steigerung. Danach gab es noch eine Zusatzübung, die habe ich letzte Woche schon gemacht, war aber noch nicht im Trainingszusammenfassungsvideo drin. Und zwar ist das jetzt eine Variante mit einer Doppelpause, damit ich meine zwei Probleme, einerseits Knie in Position halten und Rebound ausnutzen, einfach trainieren kann. Knie in Position halten kann ich nach dem ersten Rebound sozusagen, wo ich die erste Pause mache. Und danach muss ich oder bin ich gezwungen, wirklich den Rebound auszunutzen, um wieder komplett in die aufrechte Position zu kommen. Und das hat bis jetzt eigentlich auch schon echt gut geklappt, das Ganze dann anzuwenden in der Beuge. Und neben ein paar weiteren Zusatzübungen habe ich montags auch noch ein paar Sprünge drin, einfach um ein bisschen was Neues auszuprobieren. Und mir tut es einfach ganz gut, nochmal ein bisschen was Dynamischeres einfach nach einer schweren Einheit zu machen. Das sind jetzt einfach ja, Drop-Jumps bzw. Niedersprünge im Wechsel bei den Füßen. Dann geht es weiter am Dienstag mit Bankdrücken. Auch hier stand wieder ein schwerer Single auf dem Plan. Das sind jetzt ein paar Aufwärmwiederholungen, 2x60 Kilo und danach 65 Kilo für einen Single. An dem Tag hat mir die Führung sehr gut gefallen. Meine Brücke war auch schön an dem Tag. Ich konnte schön den Leg Drive nutzen, schön für Spannung halten und bin dann bei meinem Top-Single mit 69,5 Kilo gut in einer Linie geblieben, bin genauso runtergegangen, wie ich auch wieder hochgegangen bin. Entsprechend gut konnte ich dann auch das Gewicht bewegen. Danach meine Arbeitssätze im 5x6 mit größtenteils 60 Kilo, beziehungsweise hier seht ihr jetzt meinen ersten oder zweiten Satz mit 60 Kilo für 6 Wiederholungen. Pause kann ich immer noch ein bisschen länger halten auf der Brust und einfach noch ein bisschen konstanter auch über die Arbeitssätze hinweg bleiben, was das Gewicht angeht. Am darauffolgenden Mittwoch standen dann wieder zuerst Kreuzheben auf dem Plan und eigentlich sollte ich nach Plan an dem Tag vom Block ziehen, also von einem erhöhten Block, aber da die letzte Woche so katastrophal verlaufen ist, wollte ich einfach für mich nochmal vom Boden ziehen, um das sozusagen wieder wettzumachen und das Ganze dann nicht von letzter Woche so stehen lassen. Ich habe meinen Stand wieder deutlich enger gebracht und war auch jetzt, was den Arm angeht, mit der Tätowierung wieder, also ein bisschen sicherer in der Bewegung und hatte bei weitem nicht so schlimm Muskelkater wie letzten Mittwoch. Ich habe an dem Tag dann gar keinen schweren Single gehoben, sondern habe einen 5x5 gemacht mit 135 Kilo, die ihr hier seht, in meinen ersten zwei Sätzen, die auch meine Top-Sätze waren und habe dann entsprechend ein bisschen Gewicht danach noch reduziert. Im Anschluss ging es dann wieder weiter mit dieser Kniebeuge-Variation, die Pin-Squats. Mit einem Breitstand, an dem Tag dann mit 90 Kilo für 5 Wiederholungen. Und ich habe ab und an noch mal ein bisschen Probleme, dass ich nicht gleichmäßig eben auf diesen Safety Bars ankomme. Das bringt mich dann immer noch so ein Ticken aus dem Konzept. Und da muss ich mich einfach noch ein bisschen ranhalten. Aber ansonsten muss ich sagen, hilft es mir eigentlich ganz gut, einfach diesen Fokus auf die Fersen noch mal ein bisschen öfter zu üben und in der Woche. Und das dann eben entsprechend auch freitags bei meiner Lowerbeuge dann wieder ein bisschen besser anwenden zu können. Danach stand dann noch Bankdrücken Nummer 2 für diese Woche auf dem Plan. Und zwar im 4x4 mit 55 Kilo mit einer etwas längeren Pause auf der Brust. War für den dritten Trainingstag in Folge eigentlich noch relativ kontrolliert und kraftvoll. Führung an dem Tag war auch in Ordnung
Und ja, konnte ich dann meinen dritten Trainingstag die Woche damit abschließen, hatte dann wieder einen Tag Pause und dann ging es am Freitag wieder mit Lowerbeugen weiter, wieder ein paar Aufwärmwiederholungen für euch hier. Und da sich die Beuge momentan wirklich gut entwickelt bei mir und ich mich sehr sicher fühle, versuche ich auch die Sprünge beim Aufwärmen etwas größer zu gestalten und einfach mein Equipment erst ein bisschen später einsetzen zu müssen, weil ich eben noch nicht so früh darauf angewiesen bin. Und dann gab es noch meinen schweren Single mit 10 Kilo mehr als letzte Woche, also 137,5 Kilo, wo ich auch wieder etwas nach hinten geschiftet bin. Aber es ist ein kleiner PR für mich mit 2,5 Kilo. Und ja, bin ich dementsprechend zufrieden mit, dass ich schon in meiner zweiten Trainingswoche eben eine neue persönliche Bestleistung in der Beuge aufstellen konnte. Danach dann mein Top-Backoff-Satz mit 125 für 5 Wiederholungen. Ja, ich werde immer sicherer zum Glück in den hohen Wiederholungsbereichen, auch auf Wiederholungen. Bei den Singles bin ich jetzt sehr positiv gestimmt und habe da jetzt so auf lange Sicht im Fokus die 140 bis 145 Kilo, weil es sich endlich mal konstant und richtig und explosiv alles anfühlt, egal welches Gewicht auf meinem Rücken ist. Genau, und danach dann noch Bankdrücken Nummer 3, und zwar Spoto Press als Variante mit 6 Wiederholungen an der Zahl mit 59 Kilo. An dem Tag waren meine Schulterblätter wirklich super festgeklebt auf der Bank und es hat sich total stabil angefühlt. Und ja, das hat sehr gut funktioniert und ich war ziemlich zufrieden damit. Und an dem Tag danach auch wieder ein paar Sprünge aus denselben Gründen wie gerade schon genannt. Dieses Mal aber keine Niedersprünge, sondern ja, ein Counter-Movement-Jump auf einen Kasten mit einer Platte drauf. Die sehen noch ein bisschen unkoordiniert aus, ich weiß. Aber wie gesagt, es tut einfach ganz gut, noch mal ein bisschen was Dynamisches danach zu machen. Dann Trainingstag Nummer 5, Bankdrücken Nummer 4. Touch-and-Go-Bankdrücken mit einem neuen Single Touch-and-Go-PR mit 71 Kilo. Ist mir noch ein bisschen zu weit nach vorne weggegangen. Aber dennoch bin ich ganz zufrieden mit der Wiederholung. Danach gab es dann noch Backoff-Sätze im 4x5, hier mit 60 Kilo größtenteils. Im Anschluss habe ich dann noch ein paar Liegestütze gemacht mit Zusatzgewicht, hier mit 15 Kilo für 8 Wiederholungen. Und ich habe einfach gemerkt, dass alles, was ich so ja, mit körpereigenem Gewicht mache, beziehungsweise etwas Zusatzgewicht wie hier, mir deutlich hilft, an Stabilität bei den Grundübungen dazu zu gewinnen und das zu übertragen. Und dann, wie immer, Defizit konventionelles Kreuzheben ohne Gürtel. 6x 100 Kilo als Topset heute. Da hatte ich ja schon gesagt, dass ich da relativ konservativ hochgehe. Jede Woche so 5 bis 10 Kilo maximal. Und dann mein Topset höher gestalte und meine danach folgenden Sätze einfach ein bisschen reduziere mit dem Gewicht. Und das hat bis jetzt eigentlich einen guten Übertrag gebracht. Einerseits, um ein bisschen schneller vom Boden wegzukommen und einfach noch ein bisschen Zusatzvolumen zu haben für die hintere Kette. Wie immer, vielen lieben Dank fürs Anschauen. Macht's gut und bis zum nächsten Video.